Hallo, hallo, grüß euch. Ich habe einen sehr spannenden Ausschnitt hier im Bild, der da nicht sein sollte. Den schalte ich mal wieder raus. Auf jeden Fall erstmal hallo, alles für alle und Benny und so weiter und so fort. Schön, dass ihr am Start seid. Heute haben wir auf jeden Fall ein volles Programm mit vielen Gästen. Das Bild wird auch gleich noch ein bisschen besser hier an den... Es wird gleich auf jeden Fall alles ein bisschen besser aussehen. Und wird halt auch wieder mal ein anspruchsvoller Stream, weil immer wenn Gäste dabei sind, dann kommt es auch zu Schwierigkeiten. Grüß dich, Sadi, schön, dass du dabei bist. Und aber wir haben heute so das erste Mal das Format der Übergabe, ein Format, wo so der Gedanke ist, und das war auch, finde ich, eine coole Idee aus der Community, das Wort dafür zu benutzen, von wir übergeben sozusagen unsere Reichweite an coole Projekte aus unserer Bewegung. Und das soll heute auch das Ziel sein. Wir sprechen heute mit der Gustav-Landauer-Initiative, mit der BauV, von der Freien ArbeiterInnen-Union, eine AG aus Hamburg. Und wir sprechen auch mit der anarchistischen Initiative Kollektiv, Filztal, und auch mit einem Solidaritätskomitee für eine Fabrikbesetzung in Italien. Und Joshua kommt auch noch dazu. Der wird sich etwas verspäten. Der ist anscheinend noch irgendwie unterwegs, kommt aber auf jeden Fall dazu. Und wir starten bald auch rein mit der Gustav-Landauer-Initiative in 1-2 Minuten. Die wird als erstes zu Gast sein. Kommt dann gleich einfach rein. Wie geht es euch? Ich hoffe gut. Wir haben ja morgen hier bei uns in Dortmund so ein kleines Community-Event am Start. Da nochmal liebe Grüße an dich, Sadi. Wirklich traurig, dass du es nicht schaffst morgen, aber wir machen das Beste draus. Es wird natürlich nicht annähernd so wie es mit dir wäre, aber machst du nichts. Machst du nichts. Grüße dich auch, Nightmare. Ja. Genau, für alle, die nicht wissen, was wir morgen vorhaben, wir haben so einen Halbmarathonlauf, wo jetzt zwei Genossen aus unserer Community für über Tage antreten. Hallöchen. Und jetzt starten wir auch durch. Hallo. Hi. Hallo, grüß dich. Guten Tag. Grüß euch, schön, dass ihr da seid. Gustav-Landauer-Initiative, mal wieder zu Gast. Wir hatten ja einmal mit wem von euch ein kurzes Interview in Saint-Imier geführt. Genau. Und jetzt seid ihr mit einem neuen Projekt am Start, richtig? Ne, das neue Projekt ist eigentlich ein ganz altes Projekt. Damit haben wir auch mal angefangen. Uns gibt es ja schon länger, seit 2015. Und wir hatten uns in den Treffen in der Bibliothek der Freien immer wieder begegnet und haben dort über von Tilman Leder die Vorträge über seine Doktorarbeit über Gustav Landauer uns angehört.
Und dabei ist uns so richtig klar geworden, dass Gustav Landauer eine der entscheidenden Persönlichkeiten der werdenden Moderne war und in ganz vielen Bereichen aktiv war, die für uns heute eine große Rolle spielen. Und da kam uns die Idee, dass wir im Grunde doch dieses Wissen auch vermitteln müssen, denn es findet sich in keinen Geschichtsbüchern bislang. Und dass es eben darum geht, halt auch diese Leerstelle, die in der deutschen Geschichtsschreibung steht, zu füllen und auch die Inhalte zu vermitteln. Und das war unsere Idee. Und dann kam auch die Idee, ein Landauer Denkmal zu bauen, weil einfach die verschiedenen Projekte, die er gemacht hat, so eng verzahnt sind für die mit der Geschichte der anarchistischen Bewegung und deren Aktiven, dass es eben einfach eine Persönlichkeit ist, die nicht zu trennen ist eigentlich von der anarchistischen Geschichte. Und da sind wir momentan an einem ganz wichtigen Punkt angelangt. Wir haben also diese Idee kommuniziert unter den Anwohnern in Kreuzberg. Das ist ja der Stadtteil in Berlin, der am stärksten mit Anarchismus verbunden ist. Und wir haben da überall offene Türen eingerannt. Also die Leute waren eigentlich immer dafür, für dieses Denkmal, und sagten, das muss doch einfach einen Ort geben. Das ist so spannend, die Geschichte. Und das haben wir noch nie gehört. Und das muss auch ein bisschen diskutiert werden. Und wir haben dann auch verschiedene Wissenschaftler gefragt, was sie davon halten, denn nun ein Landauer Denkmal in Berlin zu bauen. Und die fanden das alle eine super Idee. Wir haben 18 Testimonials von verschiedenen Hochschullehrern, von verschiedenen Wissenschaftlern, die alle in der Forschung sind, eingeholt, und die waren alle der Meinung. Und damit sind wir im Grunde zur Bezirksverordnetenversammlung gegangen, und die haben damals gesagt, ey, das ist so, so interessant auch. Wir haben auch mit Fraktionen gesprochen, die haben auch zugestimmt. Wir haben mit der schwierigsten Fraktion gleich zuerst begonnen, mit der SPD-Fraktion, aber die fanden das auch cool und haben uns dann sogar noch ermuntert, macht doch erstmal eine Ausstellung, damit man dieses Wissen überhaupt mal kommuniziert. Diese Ausstellung ist dann gelaufen und war ein richtiger Erfolg. Die ist mittlerweile auch in Hamburg gewesen, in anderen Orten in Berlin. In St. Emir habt ihr sehr gesehen, und das war für viele schon ein Aha-Erlebnis. Und wir haben auch viele Leute gehabt, die in die Führung gegangen sind, die sich da wirklich auch zum ersten Mal mit beschäftigt haben. Ja, und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir sogar ein Grundstück haben und auch die Genehmigung des Grundstückseigentümers, und stehen in den Startlöchern hier für eine Crowdfunding-Kampagne für den künstlerischen Wettbewerb. Das ist jetzt im Grunde unser gerade ganz aktuelles Thema, denn nach den Regularien müssen alle Denkmäler über einen öffentlichen Prozess der Qualität und Transparenz vermittelt dann letzten Endes in die Diskussion kommen. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Hier ist die Frage im Chat, warum Berlin und nicht Düsseldorf oder München? Ich schätze mal, ihr wohnt in Berlin und... Willst du noch antworten? Naja, ich würde mal sagen, es liegt doch daran, dass Gustav Landauer zwar in Karlsruhe geboren, aber den größten Teil seines Wirkens, das war die Zeit, wo er in Berlin gelebt hat. Und er hat ja hier in Berlin die Zeitschrift Der Sozialist rausgegeben. Er hat hier in Berlin bei der Freien Volksbühne mitgemacht. Er hat hier in Berlin viele andere Projekte angestoßen und Vorträge gehalten. Und deswegen bietet sich das halt schon als Stadt an. Das Denkmal soll ja praktisch auch dort stehen, wo damals die Redaktion des Sozialist, das war die Zeitschrift, die er herausgegeben hat, längere Zeit war. Und man könnte jetzt anfügen, eigentlich könnten wir überall Landauer Denkmäler bauen, weil er war ja durch viele Reisen in ganz Deutschland unterwegs. Auch die anderen, die in seinem Umfeld tätig waren. Also da muss man halt ein bisschen auch die anarchistische Geschichte vor Ort mal anschauen. Also Düsseldorf bietet sich auch an, also könnte man auch noch eins bauen, ja. Aber wir wollen ja nicht jetzt erstmal alles zupflastern, sondern die Gedenkorte müssen auch ein bisschen recherchiert und auch entsprechend kommuniziert werden, damit es dann eine Plausibilität gibt. Um die herzustellen, da ist noch viel Arbeit, ja. Da kann man das natürlich auch in anderen Städten tun. Ja, ich hätte jetzt, glaube ich, kein Problem damit, wenn wir die ganze Republik mit Gustav Landauer Denkmälern zupflastern. Ja, müssen wir auch die anderen nochmal bedenken, die auch eine wichtige Rolle spielen. Wir haben ja auch einen Stolperstein gemacht, zum Beispiel für Berthold Kahn, der auch gegen Landauer war. Aber für uns ist auch wichtig, dass die anarchistische Geschichte breit erforscht wird. Und wir haben ja eine ganze Menge von Initiativen gestartet eigentlich. Also die Ausstellung ist das eine, aber wir haben ja auch im Umfeld dann zum Beispiel die Biografie über Agnes Reinhold rausgegeben, die bislang vergessen ist, die eigentlich eine ganz wichtige Rolle spielte für die erste größere Gruppe überhaupt mit 16 Personen, die tätig werden konnte, 1890. Ja, vor allem war es auch für damalige Verhältnisse sehr ungewöhnlich, eine Frau.
weil ja Frauen in der Politik sich selten engagiert haben, weil ja Frauen auch ganz offiziell von der Gesetzgebung, die durften ja auch nicht mal wählen oder sowas und sollten sich ja politisch gar nicht äußern. Das war ja Männersache. Und insofern war das ja sehr mutig, dass Agnes Reinhold sich da engagiert hat und eigene Gruppen gestartet hat. Und für uns ist es halt eben wichtig, diese ganze Breite auch zu erfassen. Und dieses Denkmal steht halt stellvertretend eigentlich für viele, viele, die heftige Repressionen erlitten haben. Auch zwei Diktaturen, die entsprechende Opfer gebracht haben. Viele sind ja im Kerker oder im Gefängnis gestorben, KZ umgebracht worden. Auch Berthold Kahn hier, dessen Leben er im KZ Sachsenhausen endet, der erschossen worden ist. Und denen zu gedenken, das ist eine gewisse Aufgabe, die wir schon uns stellen sollten. Und wir haben jetzt gerade auch die 90. Todestag von Erich Mühsam begangen. Und das war eigentlich auch unser letzte größere Broschürenserie, die Notizbücher, die wirklich eingeschlagen sind wie eine Bombe, weil die letzten leeren Stellen waren im Forschungsbereich über Erich Mühsam. Und die haben dann auch mal so richtig klar gemacht, wie wichtig diese zweite politische Phase war, in der er halt eben stark bei der Freien Arbeiterunion sich beschäftigt hat und einer der wichtigsten Redner in der Zeit zwischen 1928 und 1931 war. Und ebenso stark wie vorher für die Rote Hilfe. Also diese Akzentverschiebung, die muss einfach auch dann in der Forschung auch rezipiert werden. Ja. Das fand ich wirklich auch sehr, sehr schöne Aktivitäten in Berlin zu dem Gedenken von Erich Mühsam und Zenzel Mühsam. Also das war sehr vorbildlich, fand ich. Das ist sehr umfangreich gewesen und ganz diverseste Aktivitäten haben ja sehr viele verschiedene Akteure auch dazu beigetragen. Für euer aktuelles Projekt macht ihr jetzt ja auch eine Crowdfunding-Kampagne, habe ich gehört. Ja, wobei wir haben noch keinen Startpunkt. Also wir sind dabei, die Vorbereitungen zu treffen. Das ist eine sehr aufwendige Angelegenheit, weil man muss das Thema ja ständig in den Medien dann halten. Und das bedeutet, dass eben auch dann bestimmte Themen kommen müssen, die dann wieder Aufmerksamkeit bringen. Und in der kurzen Zeit halt eben die Spender zu aktivieren, das ist eine große Kunst. Und da sind wir gerade dabei, die Vorbereitungen zu treffen. Und wir würden uns echt freuen, wenn dann auch möglichst viele sich dran beteiligen. Und wir brauchen auch Unterstützer. Und wir fragen jetzt momentan auch die Gruppen an, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, ob sie uns nicht unterstützen und dann auch an ihre Mitglieder und an ihre Kontaktnetze die entsprechenden Aufrufe versenden. Ja, von daher ist das ja schon mal ein schöne Möglichkeit vielleicht für euch auch, hier eine kleine Öffentlichkeit dafür zu bekommen. Und ich denke mal, wir werden dann auch, wenn es dann konkreter wird mit der Crowdfunding-Kampagne, ja, werden wir dann auch nochmal das bewerben und rumschicken, ne? Das würde uns sehr freuen, genau. Und das wäre eine super Geschichte. Und ansonsten können wir halt auch noch allen Interessierten empfehlen. Wir haben auch einen Newsletter, den man abonnieren kann. Der kommt nicht jede Woche, sondern nur so vielleicht einmal im Monat oder alle 6 Wochen, wo wir über den aktuellen Stand berichten und unsere Veranstaltungen bewerben und wichtige, bisher unbekannte Hintergrundinformationen auch veröffentlichen und so weiter. Ja, und dann möchten wir natürlich noch auf unseren geheimen Bestseller hinweisen, Ökologie und Anarchie. Den kann man kostenlos runterladen, haben wir in Corona-Zeiten gebastelt und da sind wirklich tolle Aufsätze drin über historische und aktuelle Ansätze. Also gerade wenn man argumentiert hier in der Ökobewegung und wir haben auch von vielen Rückmeldungen bekommen von Fridays for Future und anderen, die finden das ganz toll und haben da auch vielfach Material rausgeschöpft. Ja, sehr schön. In dem Sinne, ihr lieben Dank, dass ihr da wart und ihr macht da eine wichtige Geschichtsarbeit in Berlin. Und ja, in dem Sinne alles Gute für euch und ja, lasst es uns wissen, wenn die Crowdfunding-Kampagne startet. Ja, gerne. Vielen Dank für das Interview. Ja, vielen Dank. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, grüß dich, lieber Joshua. Was? Nein. So. Ich wusste noch gar nicht, mich immer verklickt. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe alles, es ist ein bisschen chaotisch vom Bild heute. Okay. Ich war mir auch erst gar nicht sicher, ob ich überhaupt sichtbar bin. Aber scheinbar schon. Das Problem ist halt, dass sich halt auch immer alles verschiebt, wenn halt jemand Drittes drin ist im Chat, dann dann verschiebt sich halt einfach das ganze Bild, ne? Und das sieht komisch aus. Also. Fantastisch. Aber gut, schön, dass du da bist. Ja, immer doch. Immer gerne hier.
So, ja, wir sind auch noch gut im zeitlichen Programm. Du kannst ja noch gleich in ein, zwei Minuten geht es weiter mit dem nächsten Gast. Aber du kannst ja noch mal sagen, wie ist es dir? Wie geht's dir, Joscha? Alles gut bei dir? Ja, soweit so gut. Also ich wurde zwar heute in die falsche Busrichtung gelotst von einer Studentin, die sehr überzeugt war, dass das die richtige Richtung ist. Deswegen bin ich einmal am anderen Ende der Stadt gelandet, weswegen ich auch zu spät bin. Aber sonst kann ich mich nicht beklagen. Ich habe mir heute ein Monats Bus- und Bahnticket gekauft, um natürlich sehr umweltbewusst hier immer den ÖPNV zu nutzen in einem Land, was sehr stark auf das Auto angewiesen ist. Ja, schon. Ich glaube, du bist nicht mit dem Mikro drin. Du bist ein bisschen leise. Schau mal. Okay, Übergabe ist auf jeden Fall das absolute Chaosformat. Das kann man schon mal festhalten. Also wer auf Chaos steht, der schaut Übergabe. Jetzt hört man nicht bei sogar überhaupt nicht mehr. Aber gut. Hört man dich jetzt? Jetzt hört man dich wieder. Hört man mich dann jetzt lauter? Ja, das ist aber tatsächlich in dem Programm selber das Problem, weil ich bin ganz normal mit den... Okay, also man hört dich jetzt auch nicht schlecht. Also alles gut. Ich vielleicht... Du ich schalte dich einfach ein bisschen lauter. Genau, du kannst, glaube ich, als Admin mich lauter stellen. Genau. Fantastisch. So. Ja. Also dir geht es immer noch gut da drüben. Mir geht es immer noch gut da drüben. Und wie geht es dir hier drüben? Da drüben? Ja, läuft soweit alles. Und ich bin auch tatsächlich nicht allein in diesem Raum. Denn beeindruckend. Denn jemand hat deinen Platz eingenommen. Ja. Das Moin. Kommt mir bekannt vor. Und zwar unser nächster Gast, die Baufrau, ist hier zu Gast im Übertage Hauptquartier. Grüß dich, lieber Niklas. Moin, ah ja, schön hier zu sein. Dankeschön. Ja, erzähl uns doch mal so ein bisschen aus Hamburg. Das ist ja eine neue Initiative von der FAU. Was hat es damit auf sich? Genau, also gegründet hat sich die Baufrau eigentlich schon vor so ungefähr einem halben Jahr und eigentlich ausgehend von zwei Punkten. Zum einen ausgehend von den Tarifverhandlungen und dem Arbeitskampf, den es jetzt im Frühjahr im Bausektor, in der Baubranche im Allgemeinen gab. Zwei von unseren Mitgliedern arbeiten auch im Bausektor und auf der Baustelle und genau, haben eben diese Initiativen und den Arbeitskampf sehr stark mit unterstützt. Im Zuge davon sind auch erste Gedanken und erste Skizzen für Texte erschienen, die grob so ein bisschen die Umstände in der Baubranche in Deutschland beschreiben. Und das ist quasi der eine Strang. Und der andere Ansatzpunkt war, dass jetzt am 30. Oktober dieses Jahr sich ein Unfall jährt, quasi letztes Jahr am 30. Oktober 2023 sind fünf Arbeiter auf einer Baustelle in Hamburg gestorben. Das ist die Baustelle vom Überseequartier in der Hafen City. Eins der letzten Projekte, die quasi dieses glorreiche, glamouröse Quartier, was aber ja, etwas leblos auch ist, vollenden soll. Genau, und da sind eben fünf Arbeiter von einem Gerüst aus dem achten Stockwerk gestürzt, weil das Gerüst überladen war. Und genau, und wir haben eben jetzt im Zuge innerhalb der letzten Monate im Prinzip uns doch sehr gewundert, dass dieser Unfall eigentlich in der öffentlichen Presseberichterstattung fast keine Rolle spielt. Also es gibt einen Spiegelartikel darüber und eine NDR-Reportage, die die Umstände so ein bisschen beleuchtet. Aber ansonsten hört man im Prinzip nichts. Ich habe mich jetzt gerade gestern ein bisschen gewundert, weil es jetzt gerade akut auch eine Razzia gab im Bausektor, haben vielleicht manche von euch auch mitbekommen, weil es eben ein Sozialzahlungsbetrug oder das der Vorwurf ist und genau, mehrere, also 800 Zollbeamte quasi im Einsatz waren. Genau, und genau diese beiden Punkte, also der Arbeitskampf und der Unfall, das sind im Prinzip so ein bisschen unsere Ausgangspunkte. Und konkret, woran wir jetzt im Moment gerade arbeiten, ist, dass wir für den Jahrestag von diesem Unfall eine Kundgebung vorbereiten und bis dahin auch vier Texte schreiben, die
ja, im Prinzip die Baubranche im Allgemeinen und speziell quasi in Hamburg beziehungsweise diesen Unfall beleuchten sollen. Genau. Und das ist im Prinzip im Moment akut gerade jetzt so unser Programm. Vielleicht auch nochmal, also diese Arbeitsgruppe, es ist eine Arbeitsgruppe der Freien ArbeiterInnen-Union Hamburg. Also es ist quasi noch keine Brancheninitiative der Gewerkschaft im Allgemeinen. Wir sind genau 7 Personen, Menschen, die sich eben dafür einsetzen, dass das Thema im Allgemeinen mehr Öffentlichkeit bekommt und mehr Sensibilisierung bekommt. Genau, und sind potenziell natürlich auch daran interessiert, dass wenn Personen, die selber auf dem Bau arbeiten, unter eigenen Missständen leiden, sind sie herzlich eingeladen, zu uns auch zu kommen. An jedem dritten Freitag gibt es ein offenes Treffen in der Schwarzen Katze in Hamburg, genau, wo sie auch herzlich eingeladen sind. Aber das erste Ziel im Moment gerade ist eher ein grundsätzlicher Strukturaufbau, eher, dass wir sagen, unser vorrangiges Ziel ist jetzt eine Agitation der Hamburger Bauarbeiter oder sowas. Genau. Seht ihr denn schon eine gewisse Resonanz bei Leuten, die auf dem Bau arbeiten? Also seid ihr schon mit Leuten da ins Gespräch gekommen? Also außerhalb der AG noch nicht. Wir haben jetzt gerade das Instagram-Profil ja auch vor 2 Wochen, glaube ich, erst gestartet. Mhm. Genau, also bisher noch nicht. Was wir aber vorhaben für die Kundgebung ist, dass wir Plakate, also Mobilisierungsmaterial auch machen wollen, auch nicht nur in Deutsch, sondern eben auch auf Albanisch und Rumänisch, um genau auch darauf hinzuweisen oder mit einer Zielgruppe von Leuten, die quasi jetzt vielleicht erstmal nicht deutsch sind, ne, oder nicht die Informationen auf Deutsch direkt verstehen, ja. Ja, ist ja ein Themenfeld, was generell in, ja, ich würde schon fast sagen, in linker Gewerkschaftsarbeit im Allgemeinen halt sehr, sehr unterrepräsentiert ist. Und also so von der FAU aus gab es ja diese ganze Mall of Shame-Geschichte vor einigen Jahren, wo dann, ich glaube, vor allen Dingen rumänische Arbeiter, die dort unter wirklich menschenunwürdigsten Verhältnissen neben dieser Baustelle gelebt haben und ja, wie das halt dann oft so ist mit rumänischen Arbeitern und Arbeiterinnen, also quasi unter fast sklavenähnlichen Verhältnissen dann da geschuftet haben. Und da gab ja wirklich einen sehr großen, aufsehenerregenden Kampf, den die FAU da geführt hat. Und ich meine, ja klar, dass sie jetzt noch nicht so riesige Sachen vorweisen können nach 2 Wochen. Das dauert natürlich. Ja, genau. Also aber das ist zum Beispiel, da gibt es ein großartiges Buch über diesen Prozess auch, über die Mall of Shame. Wenn ihr in Hamburg seid, könnt ihr euch das auch in der anarchistischen Bibliothek ausleihen, wo sowohl quasi die Betroffenen selbst, die rumänischen Gastarbeiter, zur Sprache kommen, als auch die FAU-Genossen, Genossinnen und Genossen. Genau, wo der komplette Prozess auch nochmal beschrieben und aufgearbeitet wird, ne? Also auch ein bisschen mit einem zwiespältigen Fazit, weil am Ende ist ja leider, ob trotz dieser großartigen Mobilisierung und der ganzen Öffentlichkeit für das Thema, die der Prozess geschaffen hat, hat es eben nicht dazu geführt, dass die ArbeiterInnen die 30.000 Euro, die für die Bauhauptunternehmer wirklich eigentlich läppisch sind, bekommen haben. Ne? Genau, aber also dieses Buch kann ich wirklich auch jedem, der sich mit Arbeitskämpfen beschäftigen will, insbesondere eben im Bausektor, auch nur sehr empfehlen, weil es eben manche von den Fehlern auch reflektiert, die damals gemacht worden sind. Und wir, glaube ich, heutzutage für Kämpfe eben auch daraus lernen können. Das ist ja generell auch eigentlich recht interessant, wenn man, hört man mich gut? Ja. Also, okay. Das ist ja generell eigentlich recht interessant, wenn man sich das anschaut, wie die FAU gerade zu solchen Arbeitsfeldern dann eben auch arbeiten kann, weil es ja gerade mit diesen irregulären Arbeitsverhältnissen, und ich glaube, das Baugewerbe ist wahrscheinlich eigentlich mit das in Deutschland, wo man am meisten irreguläre Arbeitsverhältnisse hat und wo am meisten schwarz und unter der Hand läuft und meistens auch mit migrantischen Arbeitskräften. Es ist ja gerade so, dass die FAU eben im Gegensatz zu anderen Gewerkschaften dann auch den Vorteil hat, dass sie da einfach viel freier agieren kann oder überhaupt agieren kann. Das ist ja genau das, was jetzt auch mit der Mall of Shame schon von euch angesprochen wurde, aber auch was man beispielsweise bei dem Erntestreik, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wo das war, Hessen, Rheinland-Pfalz oder so. Ich glaub, Bornheim bei Bonn. Genau, Bornheim bei Bonn, wo das ja auch schon sehr gut funktioniert hat. Hat natürlich auch seine Schwierigkeiten, ne? Gerade was die langfristige Organisierung von Leuten
dort angeht, im Gegensatz zu stabileren Arbeitsverhältnissen, aber nichtsdestotrotz auch etwas, wo die FOU einfach ja nachhaltig sehr gute Arbeit leistet. Ja, genau. Und also was du ansprichst, ist eben auch ein Themenfeld, was jetzt in unserem dritten Text beschrieben wird, der im Moment gerade vorbereitet wird. Also der erste Text ist veröffentlicht, der zweite in der Veröffentlichung und der dritte wird so in ja, 2 Wochen ungefähr erscheinen. Und da widmen wir uns quasi speziell nur der Rolle der migrantisch Beschäftigten auf dem Bau. Weil genau wie du gesagt hast, im Baugewerbe also es gibt nur Schätzungen darüber, präzise Zahlen gibt es nicht, aber es wird von bis zu 40% der Bauvolumina geschätzt, dass die quasi durch Arbeit erschaffen werden oder produziert werden, die nicht sozial versichert ist. Und genau, und auch, wie du selber sagst, auch der Anteil der migrantisch Beschäftigten ist insbesondere bei den niedrigen Lohngruppen auf dem Bau eben sehr, sehr hoch. Also genau, und das dröseln wir nochmal so ein bisschen auf in dem dritten Text auf Grundlage von einer Studie. Genau. Seid gespannt. Ihr seid auch immer eingeladen, Fragen reinzuschreiben zu den jeweiligen Projekten. Das ist natürlich auch in dem Fall, wenn euch da noch irgendwas Besonderes auf den Nägeln brennt, sei mal nebenbei gesagt. Hi, Sani. Genau. Darf ich vielleicht noch ein bisschen Werbung machen für ein anderes Projekt, was eine Genossin vor einer Zeit gestartet hat. Sie war Auszubildende, also Tischlerin, und hat ja relativ stark unter den Konditionen in der Ausbildung bei sich selber gelitten und hat auf Grundlage dieser Erfahrungen, die sie gemacht hat, ein Netzwerk gegründet, das Azubi-Hilfe-Netzwerk. Und in den letzten 2 Jahren haben sie innerhalb dieses Netzwerks einen Brief vorbereitet, einen offenen Brief, der jetzt vor 1,5 Wochen gerade veröffentlicht worden ist, wo sie quasi die Missstände im deutschen Handwerk, insbesondere in der Ausbildung, anprangern. So, es gibt ja immer diesen Handwerkerstolz, so, ne, genau. Dafür wollte ich einfach nochmal Werbung machen, dazu aufrufen, wenn es Menschen hier gibt, die selber in der Ausbildung sind, googelt Azubi-Hilfe-Netzwerk oder gibt es bei Instagram ein. Es gibt auch eine Petition, die man unterschreiben kann, die sich eben genau dafür ausspricht, die Konditionen im Handwerk selber zu verbessern. Genau. Und ja, das ist richtig, Falker. Unser Bauarbeiter läuft auch den Halbmarathon. Ja, ich habe mich selber auch gefragt, ob das Zufall war, dass wir jetzt diesen Stream machen quasi, wo morgen gerade der Marathon ist, oder ob das quasi von langer Hand von euch geplant war für den Marathon so nach Dortmund. Aber ich laufe den Halbmarathon morgen mit, wenn alles gut geht. Schauen wir mal. Aber es wird ja nicht so gutes Wetter. Ne? Wie bitte? Gut auf dem Bau trainiert. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen andere Muskelpartien, ne? Aber also tatsächlich war es eher Zufall. Okay. Es war eher Zufall, aber es hat jetzt tatsächlich gut gepasst. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall auch cool, mal hier zu sein und quasi so das Studio hier von der anderen Seite zu sehen. Und genau. Ihr habt auch einen sehr schönen Union-Salon übrigens. Kann ich auch jedem empfehlen, der oder die in Dortmund ist, mal vorbeizuschauen. Auf jeden Fall. Das Studio ist auch wirklich so pompös, wie man sich das vorstellt, oder? Noch pompöser eigentlich sogar. Also, ja, doch, schon. Den ganzen unendlichen Mengen an Spendengeldern finanziert. Ja. Das Insta von den Azubis nochmal, bitte. Das Instagram, genau, das ist, also wenn du Azubi-Hilfe-Netzwerk eingibst bei Insta, dann findest du es. Genau. Da ist es auch nochmal. Kann man auch ja gerne den Link reinstellen, Sam, wenn du möchtest. Ja, genau, das geht. Und von der Bauvor haben wir eben, wie gesagt, seit kurzem jetzt auch einen Account. Dem könnt ihr auch folgen und wir folgen auch dem Azubi-Hilfe-Netzwerk. Also darüber würdet ihr es spätestens dann auch finden. Mhm. Vielleicht noch als Abschluss, wie sieht es so mit der FAU in Hamburg generell aus? Wie ist so dein Gefühl? Ich
bin da sehr offen willkommen worden und oder willkommen geheißen worden. Und die Genossinnen und Genossen aus dem Syndikat sind im Prinzip auch meine hauptsoziale Basis da. Ich bin jetzt vor kurzem erst nach Hamburg gezogen für die anderen. Wir haben ein relativ stabiles Mitgliederwachstum im Moment und arbeiten im Prinzip ja im Moment jetzt gerade daran, Strukturen so aufzubauen, dass Arbeitskämpfe auch möglich sind, die von einzelnen Mitgliedern eben gerade angestoßen werden. Also es gibt eine Reihe von Initiativen, wo einzelne GenossInnen sagen, in ihrem Betrieb läuft es schief, die Kolleginnen und Kollegen schieben Überstunden und sie wollen sich eigentlich engagieren, entweder über einen Betriebsrat oder über eine Betriebsgruppe. Genau, und das versuchen wir im Moment gerade so aufzusetzen, dass genau wir das als Syndikat quasi selber strukturell längerfristig auch unterstützen können. Das ist eigentlich der Hauptfokus im Moment. Es gibt ja noch zwei Sektionen von dem Syndikat in Hamburg, das ist Lüneburg und Lübeck. Die laufen auch sehr stabil und genau, das nächste große Event quasi, kann ich auch nochmal vielleicht ein bisschen Werbung in nicht meiner eigenen Sache machen, aber wenn ihr uns treffen wollt quasi in echt, dann ist Ende Oktober, Anfang November der Refuse-Kongress in Hamburg und genau, da wird die V auf jeden Fall auch präsent sein. Ja, dann in dem Sinne, schön, dass du dabei warst. Jo. Liebe Grüße nach Kanada. Dankeschön. Bis dann. Grüße zurück. Ja, auch nicht was los hier halt. Ja. Jetzt geht er wieder rüber in den Empfangssaal, ne? So in etwa. Ja, als nächstes kommt dann gleich der Solidaritätskreis für das Fabrikkollektiv in Italien rein. Da wird es dann nochmal ordentlich das Bild sprengen. Kommen da mehrere? Nein, nee, aber kommen ja, das ist ja nur, weil wir jetzt zu dritt sind. Ne? Genau, immer, weil halt dieses Programm halt immer dieses das dritte Bild so in die Mitte da so unten reinpackt und das sprengt dann einmal die gesamte Front hier. Da bin ich immer gespannt. Das ist mega geil. Ich kann irgendwie meine Heizung nicht vernünftig regulieren, weil mein Boiler ist oben auf dem Dachboden und da ist so eine Zeitschalter drin. Ich müsste halt immer auf den Dachboden rennen und ich habe schon das Fenster auf und wir sind halt so mega krank am Schwitzen. Niklas, hast du richtig das Wasser einfach so in die Augen rein? Also die Heizung ist so mega heiß gestellt, oder? Ja, yeah, und der Raum ist halt so mega aufgeheizt. Okay. Ich kann nichts dagegen machen aktuell, nur Unwesentliches. Ja, ihr könnt auch mal nebenbei reinschreiben, was euch so an Projekten nochmal besonders gefallen würde, falls wir ein nächstes Mal machen. Und generell, wenn ihr Initiativen habt, die ihr gerne mal in der Übergabe vorstellen möchtet, dann könnt ihr euch auch jederzeit bei uns melden. Dann sammeln wir wieder ein bisschen und machen dann vielleicht nochmal eine zweite Ausgabe hiervon. Naja, so gesehen haben wir ja schon mal eine Übergabe gemacht, ne? An die Jugend. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Nee, was denn? Übergabe an die Schülergewerkschaft. Ah ja. Hi. Das hatten wir ja schon. Es geht weiter. Da sind die Italiener. Ein Wort Italienisch kennen sie. Kein Wort. Na, fast kein Wort. Ich bin dran, aber nicht ganz so einfach. Ja, dann Buongiorno oder so. Buongiorno. Grüße dich, schön, dass du da bist. Ja, gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, genau, ich bin Cäsar von der Bewegung für den Sozialismus aus der Schweiz und auch noch der Gruppe Ökosozialismus in Wien. Ich mache viel Arbeit zum Fabrikkollektiv in Florenz. Ja, werde kurz ein bisschen was über den Kampf erzählen. Am Schluss haben wir dann noch hoffentlich Zeit für ein paar Fragen. Ja,
eben das Collettivo di Fabrica XGKN hat ja kämpft seit dem 9. Juli 2021 nicht nur gegen die Schließung ihres Autozulieferungswerks bei Florenz, sondern sie nahmen auch ihr Schicksal selbst in die Hand und probierten einen radikal ökologischen Umbau der Produktion umzusetzen. Und so ist eigentlich in den letzten 3 Jahren aus einem Abwehrkampf, aus einem einzelnen Werk, ein breites Bündnis aus Beschäftigten, Klimabewegungen, linken Orgas etc., Wissenschaftlerinnen geworden. Die Frage ist jetzt, wie ist das passiert? So, ich werde zuerst kurz was zu den Anfängen des Kampfes und ihren möglichen Bedingungen sagen und dann, wie so der Prozess und der Kampf weiterging. Zuerst vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund der Fabrik und zum Werk. Es gehörte GKN Driveline, daher kommt auch der Name. Das ist ein internationaler Autozulieferer mit so 50 Produktionsstätten weltweit. Das Werk in Campi Bisenzio eben bei Florenz gehörte bis 1994 Fiat. Dann GKN und 2018 wurde es aber dem Investment von Melrose verkauft. Die produzierten da Achswellen für Luxusautos von Fiat, Maserati, Ferrari und stellten eigentlich hochwertige Autoteile her und erzielten auch immer noch Gewinn. Das ist eigentlich spannend. Trotzdem erhielten sie dann eben am 9. Juli 2021 eine E-Mail, und wo die Schließung und Kündigung ausgesprochen wurde. Grund dafür war einfach so die Auslagerung der Produktion ins Ausland aufgrund profitorientierter Restrukturierung und halt der allgemeine Trend der italienischen Automobilindustrie und deren Krise. Ja. Schon am Samstag darauf haben dann die Angestellten das Werk besetzt. Zentraler Akteur dahinter ist das Collettivo di Fabrica XGKN. Das ist eigentlich ein autonomes Kollektiv, das aber relativ eng verbunden mit den offiziellen Gewerkschaftsstrukturen ist. Ja, seitdem halten sie das Werk besetzt in einer permanenten Versammlung. Diese ist auch so durch das italienische Recht gewissermaßen geschützt, also ist eine legale Besetzung. Mit dieser Besetzung verhinderten sie, dass die Unternehmensleitung die Produktionsmittel und Produkte aus dem Werk entfernen konnten. Dafür waren eigentlich 3 strategische Entscheidungen sehr zentral. So, das erste war eigentlich die konsequente Gewerkschaftsarbeit und die Öffnung des Kollektivs für UnterstützerInnen. Erst das machte eigentlich so die breite, schlagkräftige und reaktionsfähige Bewegung möglich. Dann zweitens so die sofortige Bündnisarbeit und Ausweitung des Kampfes. Und drittens die gemeinsame Suche mit der Klimabewegung nach Zusammenarbeit und sozial-ökologischen Forderungen. Es gab dann sehr bald darauf eigentlich solidarische Streiks, auch in der Metallbranche, in der Logistik, in der Textilbranche, große Demos im August und Oktober und dann auch im März 2022 den ersten großen Klimastreik mit der Klimabewegung zusammen. Also die Klimabewegung hat in dieser Zeit einen Labour-Turn vollzogen und das Fabrikkollektiv zur gleichen Zeit zu einem Climate-Turn. Also es ist eben in kurzer Zeit von diesem Arbeitskampf in einem einzelnen Werk zu einem großen, kräftigen, ökologischen Klassenkampf gekommen, der eigentlich die ganze Region umfasste. Sowas kann aber natürlich nicht spontan passieren. Und die wichtigste Grundlage war eigentlich dafür, dass zum einen dass so das Klassenbewusstsein, dass man von den Arbeitskämpfen den 60er und 70er kommt, dann so ein Verständnis, dass der Arbeitskampf halt weit über den Arbeitsplatz hinaus geführt werden muss und die langfristige Organisierung. Und so eines der zentralen Erfolgsrezepte war eben der Aufbau dieses Collettivo di Fabrica. Da haben sie schon 2017 damit begonnen, nach einem Streit mit der Gewerkschaft um Schichtbetriebe, und haben dann das sehr stark forciert nach der Übernahme durch den Melrose Investment Fonds, weil sie halt so ein bisschen antizipierten, was kommen wird. Das ist ein partizipatives Gewerkschaftsmodell mit flachen und offenen Strukturen, wo auch unorganisierte Arbeiterinnen und externe Unterstützerinnen mitmachen konnten. Und das ermöglichte dann so eine sehr hohe Beteiligung der Arbeiterinnen, eine Demokratisierung der Gewerkschaftsarbeit und eine schnelle Reaktion. Und so der weitere Verlauf des Kampfes war dann geprägt von einem zermürbenden Konflikt mit dem neuen Eigentümer, dem Staat, um Löhne, um das Fabrikgelände und um den Umbau der Produktion, weil Ende 2021 hatte Francesco Borgomeo, ein reicher Industrieller der Region, die Fabrik übernommen, sich eigentlich verpflichtet, einen neuen Plan für die Produktion vorzulegen,
Ja, das Misstrauen der Arbeiterin war dann aber ja sehr begründet. Er hat sich eigentlich als so reiner Strohmann vom Melrose-Konzern und des italienischen Staates entpuppt. Und sein Ziel ist eigentlich primär so das Kurzarbeitergeld vom Staat zu bekommen. Er tut eigentlich nichts und setzt auch die Löhne aus. Er spielt also irgendwie auf Zeit, um die Arbeiterin und ihr Kampf sprichwörtlich so auszuhungern. Und das halt leider mit einem gewissen Erfolg. Er versuchte zweimal alle Arbeiterinnen zu entlassen und beide Male konnte das Fabrikkollektiv mit Hilfe der Gewerkschaft FIOM, die große Metallgewerkschaft, das erfolgreich verhindern. Ja, eben immer wieder wurden Löhne ausgesetzt und seit Anfang dieses Jahres haben sie jetzt auch wirklich gar keine Löhne mehr. Das hat halt über die Jahre dazu geführt, dass viele Arbeiterinnen zwangsläufig neue Arbeit suchen mussten und auch die verbleibenden etwa 120 Arbeiterinnen inoffiziellen Gelegenheitsjobs nachgehen müssen. So ab April 2024 gab es dann noch einen professionellen Einbruch und eine Sabotage am zentralen Stromaggregat der Fabrik vor einem wichtigen Anlass des Literaturfestivals der Arbeiterinnenklasse. Das ist einer der so wichtigen Anlässe wie die Neujahrsfeier und auch die Jubiläumsfeier, wo die Bewegung zusammenkommt, wo man sich bildet und wo Geld auch gesammelt wird. Ja. Parallel dazu hat das Collettivo di Fabbrica aber so die demokratische Konversion geplant und begonnen umzusetzen, weil sie merken, dass auf Staat und Kapital kein Verlass ist. Das ist eine selbstorganisierte, demokratisch und gebrauchswertorientierte Konversion der Fabrik, also ein Umbau der Produktion. Sie schrieben dann mit Wissenschaftlerinnen der Uni Pisa Konversionspläne. Zuerst war das Ziel, Teile für wasserstoffbetriebene Busse herzustellen. Da waren sie aber auf den Staat angewiesen und die haben halt keinen Fuck gegeben. Darum haben sie dann wieder neue Pläne geschrieben, da sich für die Produktion von Lastenrädern und so Customized Solarpanel entschieden. Letzteres ist auch so dieses Core-Business, weil da eine größere Marktlücke herrscht. Dafür haben sie dann die Genossenschaft XGKN for Future gegründet und dafür dann eine große Kampagne gemacht, wo sie den Verkauf von Genossenschaftsanteilen im Wert von 1 Million veräußern wollten. Das brauchen sie neben Eigenkapital und einem Kredit einer alternativen Bank für die serielle Produktion, um diese starten zu können. Diese Kampagne endete jetzt Anfang Oktober und wir haben es geschafft, eigentlich so 1,25 Millionen wirklich an Anteilen reinzukriegen, was ein geiler Erfolg ist, dass man jetzt noch wirklich so viel drüber ist. Und jetzt, Mitte Oktober, findet dann die erste internationale Genossenschaftsversammlung statt. Da gibt es noch irgendwie ein großes Fragezeichen in Bezug auf das Fabrikareal. Da ist man auf den Staat angewiesen oder auf die Region Toskana, die diese eigentlich mietet und zur Verfügung stellt. Da zeigen erste Indizien, dass diese das machen wird. Es wurde eine Motion unterzeichnet, die aber noch nicht bindend ist. Das ist noch so eine große Schwierigkeit. Ja, und jetzt abschließend vielleicht noch kurz so, was diesen Kampf so speziell macht. Er zeigt, dass Arbeitende sehr wohl ein Umweltbewusstsein haben und ein zentraler Akteur von Umweltpolitik sein können und dass Arbeitskampf auch sehr breit als ökologischer Klassenkampf geführt werden kann. Er ist zudem, glaube ich, so ein sehr wichtiges Leuchtturmprojekt für selbstorganisierte demokratische Konversion, ein konkretes Projekt, das zeigen kann, wie die soziale und ökologische Frage verbunden werden können. Und darum auch ein wichtiges so Exempel für kommende Arbeitskämpfe in der Automobilindustrie, die ja europaweit irgendwie stark in der Krise ist und zunehmend sein wird. Ja, und jetzt noch kurz, was wir vom Soli-Netzwerk machen. Zum einen so die unmittelbare solidarische Unterstützung. Das ist Öffentlichkeitsarbeit, Übersetzen, Kommunikation, Information. Dann haben wir eben am 1. Mai immer wieder Auftritte gemacht, auch mit wir fahren zusammen. Es gab Konversionstouren in Deutschland, 2, wo wir mit dem Lastenrad Informationen gemacht haben, Filme gezeigt haben.
Workshops, Bildungsreisen immer wieder, auch mit Gewerkschaften. Und dann haben wir jetzt vor allem auch die Kampagne unterstützen konnten in der Schweiz und in Deutschland jeweils etwa 10.000 Euro respektive Franken einnehmen und gegen 30 Anteile unterzeichnen. Ja, das ist es mal so. Ja, mega interessant auf jeden Fall. Ich muss gestehen, dass es tatsächlich von den Kollektivierungen von Arbeitern und Arbeiterinnen so an mir vorbeigelaufen ist, bis jetzt irgendwie vor ein paar Monaten oder so, wo wir dann die Instagram-Seite gesehen haben. Ich weiß gar nicht warum, halt, weil es halt voll das krasse Ding ist. Liegt das irgendwie an mir oder ist das bisher halt von so dieser internationalen Solidaritätsarbeit halt noch was eher so in den Kinderschuhen steckt vielleicht? Ja, es liegt wahrscheinlich partiell an dir, aber ich glaube, du hast beide Gründe vielleicht schon genannt. Das war auch so das Ziel von mir, als ich so Anfang des Jahres in die internationale Soli-Arbeit gekommen bin, das wirklich ein bisschen zu institutionalisieren. Es war vor allem in Deutschland vorher und so ein bisschen in Österreich, aber zu wenig Kommunikation zwischen den Ländern, zu wenig Synergien. Und da haben wir eigentlich erst dann April, Mai und so haben wir auch mit Kampagnen gearbeitet, wo wir sukzessive probiert haben, die Öffentlichkeit, größere Öffentlichkeit zu erzeugen, immer wieder Beiträge gemacht. Das ist ein so zentraler Punkt, glaube ich, dass wir gerade für die Arbeitskämpfe in Deutschland oder auch im Audiwerk in Brüssel, bei VW Zwickau und so, dass wir die Kämpfe eben auch dahin tragen können und dass die Leute von diesen Beispielen wissen, was ihnen dann Hoffnung und Wille hoffentlich gibt auch. Ja. Tatsächlich fällt mir gerade auch direkt da ein, in Bezug auf, warum sowas unbekannter ist im Gegensatz zu anderen Kollektivierungen. So von dem, was du jetzt von der Produktpalette erzählt hast, ist es ja auch so, dass es einfach schwieriger hier vor Ort zu konsumieren ist im Vergleich zu beispielsweise Kollektiv Seife, Putzmittel, Kollektiv Tee, Kaffee, was auch immer. Und so kriegen die Leute natürlich dann auch weniger davon mit. Aber so wie du es jetzt erzählt hast, finde ich es wirklich super spannend, gerade auch mit dieser Perspektive, die du jetzt nochmal aufgemacht hast, mit diesem Beispielcharakter, weil es ja wirklich was ist, was wir immer und immer wieder auch hier in Deutschland sehen, dass es Probleme gibt von eben dieser Zusammenarbeit von Klimabewegungen und auch eher traditioneller Gewerkschaftsbewegungen, dass immer da irgendwo sehr einfach ein Keil zwischengetrieben werden kann und teilweise ja tatsächliche Interessensgegensätze sind. Und wenn man dann so ein gutes Beispiel hat und aufzeigen kann, guck mal, die Arbeiter wirklich vor Ort, ehemals Automobilindustrie, haben hier auch von sich aus diese, wie du es gesagt hast, demokratische Konversion, aber auch Umstellung auf ökologische Produktion geschafft, dann hat das ja wirklich so einen richtigen Leuchtturmcharakter. Ja, komplett. Ich glaube, wir dürfen halt schon nicht den Fehler machen, so zu finden, okay, das ist jetzt sehr schnell an anderen Orts eben zu kopieren. Ich habe probiert, um so ein bisschen zu sagen, was all die Bedingungen waren und das ist ja in vielen anderen Ländern oder Regionen nicht der Fall. Aber trotzdem glaube ich, gerade für die Klimabewegung muss es ein extrem wichtiges Beispiel sein, wo man sich genauer damit auseinandersetzen muss, was war die Rolle der Klimabewegung, wie kommt man auf Arbeiterinnen zu, wie kann man sie vor Ort unterstützen und dann vor allem auch die internationale Vernetzung eben. Die nächsten 10, 20 Jahre wird die Automobilindustrie komplett zerpflückt werden, oder? Aber da auch unbedingt irgendwie die Brücke noch zu wir fahren gemeinsam und wir fahren zusammen zu schlagen oder so. Radikale Mobilitätswende als Ganzes zu denken, ist, glaube ich, extrem wichtig, um da auch dann andere Aspekte von Vergesellschaftung, von zentraler Infrastruktur auch aufzumachen und so dann auch besser noch auf die Klimakrise als Ganzes im Kapitalismus eingehen zu können. Ja. Ich finde auch, dass generell Kollektivierung von ArbeiterInnen ihrer Betriebe ist ein so zentraler Punkt bei dieser ganzen Transformation, der wir uns gegenüber sehen. Und es ist leider zumindest in Europa ja wirklich so in den Hintergrund gerückt, diese Frage. Also und das ist ja, Leuchtturmprojekt trifft es auch allein deswegen schon ganz gut, weil es so wenig auch speziell in der Größe von, du meintest ja jetzt 150 Kollegen, glaube ich, ne? Also am Anfang eben waren es 500, jetzt sind es noch so 120, ja.
Okay, aber das ist ja trotzdem eine recht große Anzahl immer noch, wenn man jetzt halt vergleicht, was es sonst halt an, sonst gibt es ja dann halt, ja klar, Kollektivbetriebe in einem kleineren Ausmaß von ein paar Leuten, die das dann selber als Kollektivbetrieb auch aufbauen. Sowas gibt es natürlich viel, aber halt etwas, was aus einer Besetzung halt letztendlich dann hervorgegangen ist, aus einer Fabrikbesetzung, das ist ja schon sehr, sehr einmalig für die aktuelle Zeit. Zumindest in Europa. Also ich zum Beispiel in Argentinien gab es ja vor 10, 15 Jahren oder so, ich weiß es nicht genau, in dem Zeitraum auf jeden Fall gab es ja eine große Wirtschaftskrise und dort gab es ja so massenhafte Fabrikbesetzungen, wo Hunderttausende daran beteiligt waren. Aber auch da dürfte es halt mittlerweile wieder eingegangen sein und nur noch so Reste von im Vergleich zu damals übrig sein. Ja, voll. Es ist auch was sehr Voraussetzungsreiches, oder weil du halt direkt im Konflikt mit dem Kapital bist. Und die vergangenen Beispiele von Konversionen zeigen auch, dass wenn sie eigentlich auf den einzelnen Betrieb begrenzt bleiben, fast keine Überlebenschance haben. Und da ja, zeigt sich umso mehr, dass auch linke revolutionäre Bewegungen halt da reingehen müssen, probieren, verschiedene Kämpfe zu verbinden oder halt die auch in eine allgemeinere Forderungspolitik einbetten zu können, oder? Weil sonst sterben die Projekte meistens irgendwie auf Raten aus oder rutschen so in so ein Nischen-Genossenschaftsding, dass sie für ein paar so weiße Mittelklasse-Leute irgendwie coole Bio-Produkte herstellen. Ja. Wie kann man euch denn unterstützen? Ihr hattet ja jetzt gerade eine Crowdfunding-Kampagne, die aber ausgelaufen ist. Da sind wir ein bisschen zu langsam gewesen, tatsächlich Ja, leider. genau. Aber ihr hattet damit Erfolg, oder? Hast du ja gesagt auch. Ja, also zum einen eben der rein monetäre Erfolg, das war sehr, sehr nice, eigentlich wie wir in Deutschland 10.000 sammeln konnten. In der Schweiz sind wir bei etwa 9.000 und dann noch viele Anteile zusammen. Aber das Wichtige war vor allem auch, dass wir jetzt die letzten 2 Monate so geschafft haben, dass viele revolutionäre Bewegungen, aber auch Gewerkschaften das immer wieder angesprochen haben, das geteilt haben. Also eine große Resonanz erzeugen konnten. Und wie man uns jetzt noch unterstützen kann, ist sicher, den Kampf weiterzutragen zum einen, aber spenden kann man immer noch an das Kollektivo direkt. Auch das Schweizer Crowdfunding ist noch offen, bleibt auch noch offen. Eine kurze Zeit, aber ja, Spenden direkt ans Fabrikkollektiv sind sehr, sehr erwünscht. Eben weil sie seit Anfang des Jahres keine Löhne mehr haben und wirklich am Existenzminimum eigentlich sich von Monat zu Monat hangeln. Ja. Ich bin nebenbei sehr stolz, dass die deutsche Crowdfunding-Kampagne 1.000 Euro mehr eingebracht hat als die Schweizer Kampagne. Das denkt man ja erstmal nicht bei der reichen Schweiz. Ja, das stimmt. Aber sie hatten Unterstützung aus Österreich, muss ich da noch sagen. Die Deutschen. Ja, wir haben Deutschland und Österreich haben wir zusammen gemacht. Genau. Ja, wenn du es jetzt auf die Bürger rechnest, dann ist das wahrscheinlich nicht so beeindruckend, das stimmt. Ja, richtig. Ja gut, dann sehr schön, dass du da warst und uns diesen kleinen Einblick gegeben hast. Wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen und ja, vielleicht kommt es ja auch nochmal dazu, dass wir nochmal mit euch sprechen und es ist halt ja wirklich sehr interessant. Eigentlich bräuchte es sogar ein bisschen mehr Raum, weil halt diese ganze Geschichte dieses Kampfes, der jetzt auch schon so lange andauert, der lässt sich ja auch gar nicht so in so kurzer Zeit wirklich gut darstellen. Aber als erster Einblick, finde ich, war das schon mal eine tolle Sache. Und ja, alles Gute für euch. Vielen Dank, danke euch. Bis bald, ciao, Danke ciao. dir. Ciao, ciao. Jo. Jetzt haben wir noch einen Gast. Jetzt sehe ich das gerade. Ich habe jetzt nämlich mal angefangen, auf Twitch auch reinzuschauen. Jetzt sehe ich das mal mit dem Bild. Ja, das ist nicht dafür gemacht, dass halt Leute reinjoinen und wieder rausjoinen. Okay. Ich habe offensichtlich
ein falsches Passwort von unserem letzten Gast geschickt. Aber das dürfte sich jetzt gleich klären. Gleich geht's weiter. Ja, ist echt eine wilde Fahrt, immer diese Gast-Streams, wo man nacheinander so viele Gäste einschaltet. Ja, das ist ja auch alles eine Sache, die wächst, ne? So. Das haben wir ja jetzt das erste Mal gemacht. So, hörst du uns, Genosse? Ich sehe tatsächlich auch schon was. Ja, wir hören dich auf jeden Fall aktuell nicht, für den Fall, dass du probieren solltest zu sprechen. Ja, Benni, ich habe tatsächlich mehr als ein T-Shirt mitgenommen. Das werdet ihr auch noch auf den... Probier jetzt nochmal zu sprechen. Aber ich habe tatsächlich dieses T-Shirt dreimal. Ja, ich glaube, jetzt hören wir dich. Ich höre jetzt ganz leise. Sag nochmal was. Hallo, kann man mich hören? Jetzt hören wir dich richtig. Ja, ja. Okay, perfekt, gut. Hab's ja gerade noch geschafft, pünktlich aufzukreuzen. Oh ja, wir haben kein Bild von dir, aber ist das beabsichtigt? Ja. Okay, leider. Okay. Alles gut, bleib dabei, kein Problem. Wir hatten schon viele Gesichter heute. Das glaube ich. Ich wünschte, ich hätte auch irgendwie hier jetzt eine Kamera, wo man mich gut sehen könnte, aber ich glaube, wann anders mal. Gut, gut, gut. Okay. Ja. Ja, dann erzähl mal, was möchtest du heute vorstellen? Also, was möchte ich heute vorstellen? Grundsätzlich ist es ziemlich knapp, also kurz und knapp, und zwar... Wir versuchen hier für den Großraum Stuttgart eine explizit anarchistische Organisation großzuziehen. Und aktuell gibt es Bemühungen mit eben, also in der Vergangenheit gab es Vernetzungstreffen, jetzt gibt es offiziell die Gründungstreffen, wo wir zusammenkommen und über Fragen diskutieren und uns einigen. Und am 5. Oktober gegen 16 Uhr wäre dann das zweite Gründungstreffen, wo wir dann endgültig schauen, dass wir jetzt eine neue Organisation aufbauen. Genau. Hat das Kind schon einen Namen? Das Kind hat noch keinen Namen. Wir schauen, dass wir das alles gemeinsam entscheiden. Deswegen gab es bisher keine genauen Namen. Aber es gibt verschiedene Vorstellungen, verschiedene Ideen. Die hören sich alle ziemlich gut an. Mal schauen, wie es wird. In welche Richtung geht das Ganze von der Ausrichtung her? Von der Ausrichtung her ganz klar anarcho-kommunistisch, würden wir sagen. Es wird wahrscheinlich auch einen plattformistischen Anstrich haben, aber aktuell geht es darum, dass wir schauen, möglichst niedrigschwellig zu sein, um auch möglichst viele Leute damit zu erreichen. Genau. Also ihr wollt auch Leuten einen niedrigschwelligen Einstieg in anarchistische Politik bieten und jetzt, sagen wir mal, keine streng disziplinierte Kaderorganisation aufbauen. Korrekt. Wann hast du gesagt, ist das zweite Treffen? Das zweite Treffen ist am 5. Oktober, 16 Uhr, in Stuttgart. Da wird nochmal ein Sharepick dazu veröffentlicht. Okay, und es ist aber was, also es ist quasi nochmal was anderes als das anarchistische Kollektiv Filztal, wenn ich dich richtig verstehe. Genau, also das anarchistische Kollektiv Filztal ist aktuell halt nur im Kreis Göppingen aktiv und das neue Kollektiv wird dann hauptsächlich wahrscheinlich in Stuttgart dann tätig sein. Ja. Ja, nice. Also man sieht auf jeden Fall, dass im Süden ist der Süden, ne? Südwesten. Auch einiges am Entstehen ist. Was gibt's Wichtiges noch? Ja. Oh. Sag du, Joshua. Nee, ich wollte nur gerade nachfragen, gibt es denn noch andere anarchistische Gruppen in Stuttgart, mit denen ihr schon in Kontakt steht? Oder leider nicht. Füllt ihr da eine Lücke? Wir füllen da eine absolute Lücke. Sind nicht nur aus anarchistischer Hinsicht neu, sondern grundsätzlich aus der antiautoritären Bewegung
nochmal etwas Neues, weil Stuttgart ist aktuell ziemlich von roten Kadergruppen besetzt, kann man zumindest so sagen. Und da möchten wir, oder haben wir den Anspruch, eben die bessere anarchistische Alternative zu sein. Es gibt ja noch eine ganz stabile FAU, ne? Um das vielleicht. Ja, noch... ja, absolut. Naja, aber das ist ja schön. Mhm. Eine FAU-Gruppe kann ja auch nicht genau das dann immer, auch für alle Leute, gerade die neu in die anarchistische Bewegung kommen, füllen. Und da ist das natürlich eine sehr wichtige Initiative. Genau. Hast du was hinzuzufügen, was für den Moment wichtig ist für die Initiative? Nein, eigentlich nicht. Ich würde mir nur wünschen, wenn das Sharepic dann auch jetzt bald veröffentlicht wird, dass man sich am 5. Oktober trifft und sich austauscht und dann schaut, dass man gemeinsam eben vorankommt. Das würde ich noch so mit dazu erzählen. Sehr schön. Du hast nebenbei sehr spannende Toneffekte. Echt? Ja, es hört sich immer so an wie so eine Mischung aus, du bist in einem Tonstudio oder so und im nächsten Moment irgendwie im All. Tut mir leid. Das ist nicht schlimm, es hört sich ganz witzig an, finde ich. Ja, die Technik. Der Weltall kann ja hier auch für die strahlende Zukunft der Initiative stehen. Dann können wir ja nur alle Leute auch dazu anhalten, die dann im Großraum Stuttgart unterwegs sind, dann am 5. Oktober war das, ne? Genau. Am Gründungstreffen dann teilzunehmen. Mhm. Wir werden das natürlich auch bewerben. Und ja, hast du sonst noch was hinzuzufügen? Nein, absolut nicht. Ich bedanke mich für eure Arbeit und für die Möglichkeit, hier über unsere Projekte sprechen zu dürfen. Das bedeutet mir persönlich auf jeden Fall sehr viel. Sehr schön, sehr schön. Alles Gute für euch. Dankeschön. Ja, danke dir. Ciao, ciao. Ciao, ciao, macht's gut. Ja. Da sind wir auch tatsächlich dann durch mit allen Gästen, die wir heute hatten. War ja ein buntes Potpourri. Mit einem gewissen Gewerkschaftsschwerpunkt heute. Absolut. Ja, dann würde ich die Möglichkeit nochmal nutzen, wo wir allgemein online sind, einfach ein bisschen zu quatschen, Joshua. Einfach nochmal eine offene Runde, offene Fragerunde, offene Chatrunde. Just chatting, wie man das. Kein Scheiß, ne? Wenn man sich das ja mal so anschaut, ich habe häufig das Gefühl, dass diese Just-Chatting-Streams die sind, wo die Leute am meisten einschalten. Ja, das ist ja auch... Also, einmal bei uns, wenn wir irgendwie so sagen, komm, wir machen jetzt eine offene Runde, dann hast du auf einmal immer irgendwie so gefühlt 60, 70 Leute, die auf einmal die Bude einrennen und dich dann fragen wollen, was du von der neuen Amazon Prime-Serie hältst. Lana fragt, ob Niklas wieder mitreden darf. Lass uns das, wir können ja mal den Chat entscheiden lassen. Soll ich eine Abstimmung machen? Stimmt, das kannst du ja. Ja, warte, ich mach noch. Aber wer sagt denn da bitte nein? Das werden wir sehen, das wird jetzt eine anonyme Absprache. Das wäre ja schon sehr unfreundlich, das macht man jetzt echt nicht. Ja, aber vielleicht hegt der Sadi halt so eine geheime Fehde oder so gegen Niklas, wer weiß. Er wird mich demotiviert von da. Ja. Okay, warte. Wo ist es? Sonst könnt ihr nebenbei auch einfach Zeug reinschreiben. Fragen und so. Ja, komm, scheiß drauf. Komm einfach. Komm einfach hin. Jetzt kein Nickhack hier. Dann ist das Bild auch wieder besser gefüllt. So. Ja, für dieses ganze. Wie steht's so, Niklas?
Gut. Bist du aufgeregt vom Lauf? Geht. Also ich habe ja letztes Jahr bin ich Marathon gelaufen. Von daher so grob die Abläufe bei einem Wettkampf kenne ich. Dortmund muss jetzt noch überzeugen, ne? Also es geht am Phoenixsee los und dann durch den Westfalenpark. Ja, dann nimmst du ja gleich die schönsten Ecken mit. Wie bitte? Nimmst du ja gleich die schönsten Ecken mit. Genau, ja. Ja, wir haben auch hier so ein bisschen neuen Schnickschnack für morgen. Und zwar gibt es hier so ein neues kleines Mikro. Und das kann man so richtig schön sich umhängen fürs Laufen mit diesem kleinen Band. Und dann wollen wir mal gucken, wie das so kommt. Ein Mikro umgeschnallt bekommt. Wenn ihr mich live sehr laut atmen hören wollt. Ja. Ich glaube, live wird es dann leider nicht. Ich glaube, ich mache keinen Livestream, sondern wir machen dann den mal einfach ein Video. Negativland, nee, ich höre keine Musik währenddessen eigentlich. Also so auch wenn ich joggen gehe, privat gehe ich eigentlich immer, ich versuche möglichst viel in der Natur laufen zu gehen und dann gehe ich auch ohne Kopfhörer laufen. Ich weiß, es gibt ja, also ich habe mich letztes Jahr auch mal relativ so viel mit anderen Podcasts, so Laufpodcasts und so beschäftigt. Und es gibt Leute, die dadurch motiviert werden und die dann quasi von ihrem Körper abgelenkt werden, wenn sie Musik hören. Gerade so in den letzten Kilometern kann das gerade bei einem langen Lauf helfen. Aber genau, also es sind ja auch nur 21 Kilometer jetzt morgen. Von daher glaube ich, dass ich das auch ohne Desaster schaffe morgen. Was sind Laufpodcasts? Ist das dann so Motivation? Das hat einer die ganze Zeit gesagt, so ja, lauf weiter, let's go. Oder ist das einfach so über das Thema Laufen? Ja, über das Thema Laufen, genau. Okay. Also und da wird es halt als, also ne, zum Beispiel über Vorbereitungen, in welchen Intervallen man laufen soll, in welcher Herzfrequenz oder genau. Kann man da jetzt so viel drüber reden? Wie bitte? Meine, Leute, die laufen, ich wollte gerade sagen, kann man da wirklich so viel drüber reden, aber alle Leute bislang, die ich kennengelernt habe, die passioniert laufen gehen, die reden sehr viel übers Laufen, also wahrscheinlich schon, ja. 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 Also es gibt ja viele Leute, die damit auch ihr Geld verdienen, quasi persönliche Trainingspläne zu schreiben. Und du kannst dich dann halt mit Ernährung beschäftigen, damit, ne, es gibt ja dann so bestimmte Phasen der Laufvorbereitung in den letzten 10 Tagen vor dem Lauf. Es ist die sogenannte Taper-Phase, wo du halt nicht mehr wirklich viel laufen sollst, sondern dich vor allem erholen sollst und quasi deine Reserven auffüllen sollst. Genau, und ja, und dann gibt es natürlich unterschiedliche Trainingsphilosophien auch, ne? Also solltest du lieber lange laufen bei einer niedrigen Herzfrequenz oder möglichst variabel in der Herzfrequenz, also mit Sprints und langen Läufen. Genau. Und also es gibt unzählige Podcasts dazu. Und dann kommt natürlich dazu noch die ganze der ganze Bereich von quasi Reviews von existierenden Läufen, ne, wo Leute dann einfach darüber reden, sie sind jetzt in Berlin mitgelaufen, wie ist es gewesen und genau. Was sind da so die Faktoren, nach denen man Läufe bewertet? Also in der Regel... Du meinst ja schon mit Dortmund, also was wäre es jetzt, wenn du so morgen da rein startest, wo du sagen würdest, das war ein toller Lauf gewesen? Ja, also das ich sag mal so... Die eindimensionale Bewertungsmetrik, die es gibt, ist halt die Zeit. Also es ist ja eine vorgegebene Strecke und man hat dann halt ein Zeitziel. Ich habe morgen ein Zeitziel von unter 2 Stunden. Das ist jetzt nicht super ambitioniert, sage ich mal, aber für meine Vorbereitung ist es doch relativ ambitioniert. Genau, und dann ist es aber natürlich so, dass du während des, also 20 oder ne, 2 Stunden laufen, ist dann eben schon auch quasi, da gibt es schon viel Auf und Ab. Und dann ja, sieht man eben quasi auch so ein bisschen, habe ich genug getrunken, habe ich genug zu mir genommen, konnte ich am Anfang gut genug einschätzen, wie schnell ich starte, damit ich am Ende nicht zu krass quasi in der Leistung abfalle. So Sachen. Also irgendwann in der Zukunft können wir auch mal ein Übertage Sportfeature machen oder so. Ich finde ja persönlich Laufen mit das Langweiligste, was man im Sport machen kann. Es gibt, also ich habe es jetzt schon von mehreren Leuten gehört, also auch in Stuttgart habe ich auch jemanden kennengelernt, der meinte, er braucht auf jeden Fall einen Ball, damit er Sport machen kann. So. genau.
Wir haben eben gerade eine Genossin getroffen, die hat es ja auch gesagt, so dass sie auch Laufen eigentlich nicht so gerne mag. Ich finde es cool, weil ich halt in meiner Arbeit relativ viel halt theoretisch mich beschäftige mit Dingen, viel lese, viel am Schreibtisch sitze und das Laufen dann wirklich auch nur zum Abzuschalten, weil ich halt auch in der Freizeit, wenn ich nicht laufe, auch dann häufig Podcasts höre zum Beispiel, das heißt auch irgendwie Informationen aufnehme und dann ist es beim Laufen, das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich keine Musik höre, weil ich dann wirklich das Laufen so ein bisschen so als komplett runterkommen nutze. Ja, wenn ich in Stuttgart bin, also spätestens, wenn ich meine Doktorarbeit verteidige, was hoffentlich dieses Jahr noch passieren wird, komme ich nochmal nach Stuttgart und dann, ja, können wir trainieren. Ich war heute tatsächlich nach langer Zeit mal wieder bouldern. Ah. Ja, das ist ziemlich anstrengend, wenn man damit immer wieder anfängt. Ja. Es tut einfach alles weh. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem, dass man so das Gefühl hat, man klettert dann 2 oder 3 Bahnen hoch und dann sind die Unterarme eigentlich erschöpft. Ne? Ja. Ist aber übrigens auch eine sehr beliebte Sportart unter allen möglichen Ingenieursfachstudierenden. Also, das stimmt. Das ist wirklich gefühlt so, wenn du in Dortmund bouldern gehst, wir haben ja hier auch eine technische Uni. Du siehst so viele T-Shirts mit Fachschaft Maschinenbau, Fachschaft Lockwings, Fachschaft Informatik. Ja. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber irgendwie, ja, das Klettern. Also Klettern und Bouldern ist natürlich eine ziemlich coole Sportart, weil es quasi wirklich den kompletten Körper trainiert. Deswegen macht das rational Sinn. Aber es gibt da bestimmt noch andere soziale Effekte. Die Frage von Nightmare, ich weiß nicht, ob du die beantworten willst, musst du natürlich nicht. Also deine Arbeit, worüber du schreibst, deine Doktorarbeit. Achso, ja, doch, klar, gerne. Ich schreibe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Energiesystemanalyse. Also wir entwickeln quasi Energieversorgungsszenarien und ich schreibe über CO2-Reduktion im Verkehrssektor. Also so in a nutshell, wie kann man den deutschen Verkehrssektor mit Energie versorgen, ohne dabei CO2 auszustoßen. Wichtig. Ja. Genau. Das wäre vielleicht auch mal was, wo wir dann, wenn du deine Arbeit fertig hast, mal drüber sprechen könnten. So, dann bist du ja quasi so Experte. Ja, gerne. Doktor. So, genau. Dann hoffentlich. Ich hoffe Anfang nächsten Jahres ist es dann soweit. Ja. Also in was bist du denn Doktor? Es ist ein Dr. Ing. Also der Doktortitel selbst wird mir von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät verliehen, vom KIT, also in Karlsruhe, das ist meine Uni. Genau, und das ist im Prinzip ein Fachgebiet im Wirtschaftsingenieurwesen. Und genau, wie gesagt, das Forschungsfeld heißt eben Energiesystemanalyse. Die können quasi, ja, das ist jetzt ein bisschen Fach-Nerd-Talk, die können quasi Dr. Ing und Dr. Rea Poll ausstellen, wenn du auch einen wirtschaftswissenschaftlichen Doktortitel haben möchtest. Aber ich habe eben Maschinenbau und Energie- und Verfahrenstechnik studiert und deswegen ist es bei mir der Dr. Ing. Spannend. Ja. Ich freue mich auch auf jeden Fall drauf, weil natürlich im Moment zum Beispiel Sachen wie die Bau-V oder jetzt auch der Marathon sind so sehr willkommene Möglichkeiten der Prokrastination von meiner Doktorarbeit. Und ich freue mich auf jeden Fall aber drauf, wenn die Doktorarbeit fertig ist, wirklich auch fokussiert dann, ne, an dem Strukturaufbau in Hamburg arbeiten zu können. Das ist auf jeden Fall eine interessante Definition von Prokrastination, einen Marathon zu laufen und einen Gewerkschaftsaufbau. Ja. Was man halt so macht, um zu entspannen. Was man so macht, ja. Ja, ich finde Marathonlaufen, das kann man schon darunter erzählen. Okay. Ja, Joshua, dann erzähl uns doch nochmal was aus Kanada. Halt, Chat ist ja heute richtig lahm. Ja, stimmt, da passiert wenig. Ja, was kann ich noch aus Kanada erzählen? Was habe ich hier so erlebt? Also, was auf jeden Fall
sehr augenscheinlich ist, wir haben uns jetzt die ersten 2 Wochen eben primär auch hier in diesem Raum Waterloo Kitchener aufgehalten. Und das im Endeffekt, was ich vorher so über diese Stadt erfahren habe, hat sich größtenteils bewahrheitet. Also es ist auf der einen Seite eben eine ziemliche Studentenstadt und hat auch einen totalen Bauboom. Wir waren nämlich auch im Lokalmuseum gewesen, was übrigens kein Scheiß, das stimmt wirklich, in dem Food Court einer lokalen Mall beheimatet ist. Also du läufst dann da rum und du hast dann da, weißt du, so ein Subway, so ein Chain Restaurant mit Indian Food und dazwischen ist so ein ganz kleiner Durchgang, wo Museum steht und dann läufst du halt durch und dann kommst du in das Lokalmuseum, was in der Mall mit drin ist. Und da haben die dann eben auch nochmal so drüber gesprochen, das ist halt eine ziemliche Boomstadt, weil aus der Stadt hier kommt auch BlackBerry. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch so groß kennt, aber es waren diese Handys, die früher von Leuten, die sich ideell für die Unternehmensführung gehalten haben, sehr gerne genutzt wurden, mit den großen Tastaturen unten, immer noch aktiv. Und es ist halt hier auch ein sehr großer Google Campus. Und dementsprechend hast du hier richtig, richtig viele Leute in der IT-Industrie und die haben eine ziemliche Wohnungskrise hier. Und auf der anderen Seite, das, was ich eben vorwusste, ist, es ist eine sehr deutsch-kanadische Stadt. Und das ist mir eben jetzt hier schon auf unterschiedlichen Arten und Weisen aufgefallen. Ich werde auch nochmal wahrscheinlich einen kurzen Test auf jeden Fall zu den deutschen Speisen machen, die man hier so bekommt. Also wir waren schon bei einer deutschen Bäckerei gewesen, wo gerade der lokale Oktoberfest- und Karnevalsclub dann getagt hatte, die daraufhin dann riesige Freude hatten, mit mir und meiner Begleiterin dann auf Deutsch sprechen zu können. Genauso. Wie hören die sich so an? Hören die sich tatsächlich so noch ganz normal oder so ein wilder Akzent? Wie hören die sich an? Es ist unterschiedlich. Also es gab einige Leute, die tatsächlich in sehr jungen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hier hingekommen sind als Kinder. Eben dann einfach aus dem zerstörten Deutschland, wahlweise eben mit irgendeinem, ja, wo dann die Frau einen Soldaten geheiratet hat und die Kinder dann mitgenommen hat oder die tatsächlich einfach migriert sind, weil nach dem Krieg eben in Deutschland die wirtschaftliche Perspektive jetzt nicht so gut war, ne? Und die sprechen dann relativ akzentfrei und sonst hast du halt einige Leute, die dann so ein, ja, ich meine, kanadisches Englisch hat jetzt nicht den stärksten Akzent. Das irgendwie so das, was man vor allem vielleicht kennt, dass die ein immer machen, wenn die eine Frage stellen wollen nach dem Satz oder dass sie anstatt about oder sowas sagen. Aber sonst hört sich das jetzt auch nicht massiv anders als so ein Standard amerikanisches Englisch an. Und deswegen hört es sich, glaube ich, für die meisten an, sondern als hätte man so einen amerikanischen Akzent beim Deutsch sprechen. Und sonst ist es halt noch so gewesen, ich war bei einem Old Order Mennonite Gottesdienst gewesen. Das ist eben sehr ähnlich zu den Leuten, die man als die Amish kennt. Also Leute, die den Großteil von moderner Technologie ablehnen und in Buggys und mit Pferden rumfahren. Das war noch eine sehr interessante Erfahrung gewesen. Und ansonsten habe ich primär eben diese Standard-Bucketlist-Sachen für Kanada bislang gemacht, die man hier vor Ort machen muss, wie beispielsweise zu den Niagara-Fällen fahren. Wo ich auch das erste Mal dann die schönen neuen anarchismus.de Sticker eingesetzt habe. Eigentlich finde ich das mal richtig geil, dazu mal ein Extra zu bekommen, Joshua. Einfach mal so Geschichten aus Kanada von Joshua. Ja, wo dann alle Ultras so halt nochmal so einen tieferen Einblick erhalten über was du da erlebst. Ja, das kann ich auf jeden Fall gerne machen. Ich habe also, was auf jeden Fall mir schon sehr interessant hier aufgefallen ist, ist die ganze Geschichte mit den Mennoniten vor Ort, weil viele auch der deutschen Bevölkerung, die hier halt gesiedelt hat, haben halt so einen mennonitischen Hintergrund. Und da hast du einmal eben die sehr progressiven Leute, wo auch wirklich die Kirchen dann indigene Flaggen und Queer-Flaggen dann draußen hängen haben und Poster
draußen sind mit Communities, Organize Yourself for Climate Justice und die, mit denen wir dann auch hier gequatscht haben, die beispielsweise so ein Museum haben, das Burbacherhaus, wo dann so eine deutsche mennonitische Einwandererfamilie dargestellt wird, die dann tatsächlich da gelebt hat und wie das eben so war, dass die hingekommen sind, die dann auch sagen, dass für sie eben so diese mennonitischen Grundwerte von Pazifismus, Community Service, Sharing und so dann eben so gelebt wird, dass sie sich an sozialen Kämpfen beteiligen. Und ja, auf der anderen Seite dann eben dieser Old Order Mennonite Service, wo ich war, wo dann alle eben in diesen Plain Dress Uniformen sind und ich eben der einzige das einzige Nicht-Mitglied in dieser Kirche war, wo dann eben die ganze Predigt, zumindest das, was ich verstanden habe, was dann eben auf Deutsch oder Pennsylvania Dutch oder Deutsch und Englisch gemischt gehalten wurde, sich dann nur darum drehte, dass die aktuelle Ökonomie und das Streben nach Wohlstand eben beschissen ist und dass es eigentlich darum gehen muss, immer anderen zu helfen und möglichst community-basiert und so zu leben. Das war schon witzig, dann eben aus so einer religiösen Perspektive dann, sagen wir mal so, ja, recht viel Anteile von eigentlich einem so einer Ökonomie der gegenseitigen Hilfe dann da zu hören. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich glaube, einen Vlog wird es nicht geben halt mehr, so wie ich das schon einschätze. Also oder? ich werd tatsächlich was Kleines auf jeden Fall mit Video noch produzieren, aber es wird kein voller Vlog werden, weil, das muss man ja auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass ich hier alleine unterwegs bin, sondern du hast noch jemanden, der eine Kamera halten könnte sogar dabei. Ja, ist doch umso genau, besser. Ja, kann man es auch sagen. Ja, wo bleibt der Vlog? Ja, ja, wie gesagt, also es wird auf jeden Fall noch irgendwas kommen. Ich seid da auf jeden Fall positiv gestimmt. Wobei du bei den Mennoniten bestimmt nicht so glücklich angeschaut werden würdest, wenn du da mit einer Kamera in deren Gottesdienst reinläufst und versuchst, sie zu filmen, oder? Nee, absolut. Da hast du recht. Also das ist bei den, zumindest bei diesen Old Order Mennonites, genau wie mit den Amish, dass die sich eben auf, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das in der Bibel ist, aber auf einen Bibelvers beziehen, wo eben gesagt wird, du sollst kein Abbild von dir machen und deswegen nicht fotografiert werden möchten, was ich dann eben auch, ne, ich bin da ja, ich wurde hier eben von, mit meiner Begleiterin und dem Onkel, die wollten aber eben nicht mit rein, dann dahin gefahren, die haben dann auf mich gewartet, ich habe dann eben an diesem Gottesdienst teilgenommen, ich habe natürlich nicht die Leute da irgendwie gefragt, kann ich jetzt ein Bild mit euch machen, weil, ne, man muss ja irgendwo auch respektvoll gegenüber den Leuten bleiben, wenn man da eben hin möchte. Und ich, mal abgesehen davon, was ich jetzt religiös davon halte oder sagen wir mal aus einer säkularen Perspektive, halte ich natürlich nichts davon, dass man sagt, man darf irgendwie keine Fotos von sich machen. Aber es hat ja auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, weil es sind ja auch sehr kinderreiche Familien, die haben. Und teilweise von dem, was ich so mitbekommen habe, was auch Leute mir hier erzählt haben, ist das schon ein bisschen eklig, dass Leute dann echt so Touri-mäßig dahin fahren, dann eben die ganze Zeit diese Familien einfach in ihrem Alltag abfilmen, so ja wie Zootiere nach dem Motto, guck mal hier, die fahren dann noch in ihren Buggys rum und guck mal da, wie die Kinder angezogen sind. Das macht man halt nicht, ne? Ja, klar. Ja, aber dann, das würde Nightmare auch anscheinend zufriedenstellen, dieses Videoprojekt, was du da vorhast. Und ich bin zufriedengestellt, wenn es dann dieses Special gibt und dann sind alle zufrieden. Was hat Niklas noch für einen Wunsch? Süßigkeiten. Ja, Süßigkeiten aus Kanada. Ja, also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall mich hier noch dran machen, das Essen, was ich hier probiere, zu bewerten. Süßigkeiten muss man sagen, es gibt gar nicht so viel, sagen wir mal jetzt so, authentische kanadische Süßigkeiten. Also es ist schon eine sehr, sehr eng verwoben mit dem US-amerikanischen Markt. Und Süßigkeiten ist mir tatsächlich bislang erst, also oder das, was ich weiß, was halt authentisch kanadisch ist, sind eben die Sour Patch Kids. Also ich habe auch tatsächlich hier neben mir so eine Tüte liegen. Das sind diese kleinen, ich kann es so zeigen.
so klar, dass da so ein Frischhalte-Clip drum ist. Das ist so ein Ding von Joshua, dass er immer alles, was er öffnet, immer direkt mit diesem Clip zumacht. Ja, so bleibt's halt länger frisch, ne? Ich hab auch zwei Stück davon habe ich mitgenommen. Und ja, das ist halt kein Sch- Ich hab die halt mitgenommen, weil ich dem Onkel, dem Gastgeber, habe ich halt ein Tequila Raki mitgebracht als Geschenk und ein Butzelmann. Ja. Und das wurde dann eben mit diesen Clips verschlossen. Und jetzt nutze ich halt die ganze Zeit diese zwei Clips recht exzessiv, um meine Sachen zu verschließen, weil aus irgendeinem Grund ist das hier irgendwie nicht so ein Ding, dass die diese Clips haben. Ja, das sind auf jeden Fall diese kleinen sauren Männchen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass sie, wenn sie einmal so eine Tüte öffnen, sie dann auch innerhalb kurzer Zeit essen. Und du vielleicht sehr genügsam bist. Du eher quasi so eine Tüte über Wochen oder Monate snackst. Lana, kennst du mich nicht. Lana, mutmaßt, dass das vielleicht Joshuas deutscheste Eigenschaft ist. Könnte man ja auch mal ein interessantes Ranking draus machen. Was sind die deutschesten Eigenschaften von Übertage oder so? Weil es zum Thema Ranking nicht mehr so viel einfällt. Ja, welcher Alkohol wird gewöhnlich getrunken? Frage von Falka. Bier. Bier? Also, es ist hier tatsächlich auch so, dass kein Alkohol in der Öffentlichkeit getrunken werden darf. Ich weiß nicht, ob das überall so der Fall ist. Dementsprechend ist das recht stark eben auf zu Hause oder die Bars beschränkt. So wie es mir gesagt wurde, weil der Onkel, bei dem ich bleibe, der hat halt vorher auch in den französischsprachigen Gebieten gewohnt. Also ist da eher so hier kanadisch sozialisiert worden. Und er meinte, dass da eben auch sehr viel Wein getrunken wird. Und die generell recht viel Lebensmittel dann auch mal aus Frankreich und so importieren. Und hier ist es aber so, dass sehr viel, also du hast hier recht viele Craft-Bier-Bars, so lokal produziertes Bier. Hier vor Ort wird dann eben, hast du auch schon überall jetzt Schilder eben hängen, dass sie zum Oktoberfest dann authentisches Bavarian Beer servieren werden. Und Whisky. Also es wird auch in Kanada selber lokaler Whisky produziert, von dem mir aber gesagt wurde, dass der jetzt nicht herausragend sein soll. Ich hoffe wirklich, dass dein Videokonzept das Oktoberfest vorsieht, wie sich das auch im Chat gewünscht wurde. Weil das ist ja eigentlich perfekt. Das ist doch so ein Event, das eh so total, wo wahrscheinlich auch Touris sind und wo halt eh gefilmt wird und so weiter. Und es ist doch eigentlich so, könnte man auch so witzig aufmachen. Es gibt doch auch immer so Videos, wenn dann halt irgendwelche Deutschen irgendwo in der Welt rumlaufen, irgendwie deutsches Oktoberfest in Kanada, irgendwie groß so mit Überschrift. Ist es wie das Original? Ist es wie das Original in Dortmund? Genau. ja, also nehme ich auf jeden Fall auf den Weg mit. Ob es jetzt im Vergleich mit dem Original ist, kann ich nicht sagen. Ich war leider noch nie auf dem Oktoberfest. Aber ja, also ich sag's mal so, die Oktoberfest Karten wurden gestern gebucht. Dementsprechend werde ich auf jeden Fall daran teilnehmen. Geil. Sehr schön. Ich habe auch das erste Mal schon die Repräsentation von Onkel Hans und Tante Heidi gesehen. Die Figuren auch? Die Figuren, aber noch nicht in echt, sondern nur auf dem sogenannten Oktoberfest-Pavillon. Das ist hier in der Innenstadt ein Pavillon mit dem Thema Oktoberfest, wo, glaube ich, Glocken drin sind, die, wenn es dann soweit ist, irgendwie läuten oder so. Ja. Okay, ja, Falker wünscht sich, so deute ich die Frage mal, dass du auch einen Dirndl trägst, dann zu dem Oktoberfest. Nein, aber was cool wäre, wäre auf jeden Fall du mit Hans und wie hieß die andere Figur nochmal? Ich meine Tante Heidi, das hatte irgendwer Heidi mal aus dem Chat recherchiert, aber ich bin mir auch nicht mal 100% sicher. Ich kann mich nur vor allem an Onkel Hans erinnern.
Ist ja klar, dass man sich nur an den Männernamen erinnern kann. Ne? Ja, richtig. Das ist typisch. Ja, weil der spielt auf jeden Fall auch die Hauptrolle. Aber auf jeden Fall mindestens dann halt von Onkel Hans und dir ein Bild mit, wo du vielleicht noch so ein Maß Bier in der Hand hältst. Ja, das werde ich machen. Ich versuche dann auch, ich meine nämlich, die haben hier auch ein lokales Oktoberfestbier. Okay. Das Stein. Okay. Das kostet nämlich auch in der Maß, wenn ich es richtig gesehen habe, hier auf einem Werbeschild nur 5 Euro pro Liter. 5 Dollar pro Liter, was dann so 3 Dollar. 5 Dollar pro Liter? Das ist ja. Also ich hatte hier so ein Werbeschild dazu gesehen. Das war aber eben von einer lokalen Bar. Deswegen, also ich, wenn, werde ich natürlich das lokale deutsche Bier dann probieren. Ne? Das Erdinger kann ich ja auch in Deutschland trinken. Ich glaube mittlerweile, ich habe irgendwo so ein Preisschild gesehen, dass teilweise dann das Maß Bier irgendwie 15 Euro kostet oder so auf dem Oktoberfest in München. Ja, ich glaube, die sind jetzt bei 16 oder so. 16, hatte ich auch gehört, ja. Krass. Aber, warte mal, das muss ich gerade überlegen. Niklas, du kommst ja aus... Ursprünglich? In Stuttgart, ja. Die Ecke kommst du ja. Ja, Südwest, ja. Dann... Also ursprünglich komme ich aus Ostwestfalen. Das ist nicht so weit weg von hier. Ah. Warburger kennst du vielleicht, das Bier. Ach so, ja, nee, klar. Das sagt mir was. Ich dachte nur, dann hättest du uns vielleicht noch was über das Wasen erzählen können. In Südwestdeutschland, das ist ja so. Ja. Habe ich schon ein paar Mal von GenossInnen dann, aus dem Südwesten gehört, dass sie irgendwie da Erfahrungen mit dem Wasen gemacht haben. Ja, also das Einzige, was ich dazu eigentlich wirklich erzählen kann, ist, dass es halt statt einmal im Jahr, wie das Oktoberfest, zweimal im Jahr stattfindet. Es gibt quasi einen Frühjahrsvasen und einen Herbstvasen. Ansonsten ist es, glaube ich, relativ ähnlich, ehrlich gesagt. Also überall in Stuttgart, wenn Vasen ist, laufen auch Leute mit Dirndl und Lederhose rum. Es ist ein großer Festplatz am Neckar. Ja. Lana scheint gut informiert zu sein, was das Vasen angeht. Aber ja, dann... würde ich sagen, wir sind gespannt, was da noch kommt, lieber Joshua. Und ich würde sagen, wir kommen mal zum Ende. Machen wir. Oder würde ich sagen. Jo. Ey, was ich auf jeden Fall nur sagen kann, ist, ich habe bislang 3 anarchistische Sticker gefunden in dieser Stadt. Yes. Das ist mehr als ich im Baltikum. Ja, und einer war tatsächlich in, ich weiß nicht, wie dieser italienisch-anarchistische Sticker da hingekommen ist, aber es gibt hier so eine sehr, sehr schicke Kleinstadt, wo man so, müsst ihr euch das so vorstellen, wo man in so süßen kleinen Läden süße kleine Dinge, die schön anzusehen sind, kaufen kann. So wie Esslingen bei Stuttgart. Das ist genau das Gleiche. Bin ich mir sicher. Und da war auf jeden Fall ein anarchistischer Punk-Sticker. Also aus Italien. Nice. Ja. Ich finde auch, Falker, Niklas hat eine sehr schöne Podcast-Stimme. Dankeschön. Ja, das stimmt. So, oder auch so eine Vorlese-Radio-Stimme. So. Es gibt ja jetzt ein neues linkes, nicht explizit anarchistisches, aber linkes Kinderbuch von Wolfgang Schmidt. Stiebe. Vielleicht können wir mal eine Übertage-Lesestunde machen für alle Menschen mit Kindern. Jo. Dann würde ich sagen, wir sollten ja auch nicht zu, wir müssen ja auch früh ins Bett gehen, weil morgen ist ja der große Lauf. Ne? Dann dürfen wir nicht überziehen hier heute. Bei mir ist ja auch schon fast 4 Uhr, ne? Ja, und in dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du dabei warst hier im Studio. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte. Und ja, in dem Sinne, macht es gut, Glück auf und alles Gute für dich, Joshua, in Kanada. Ja, danke und alles Gute, Niklas, für dich morgen beim Lauf, ne? Dankeschön. Glück auf. Bis dann, Glück auf.